Hättest du mich das vor 10 Jahren gefragt oder so, dass ich hätte aufstehen müssen so früh und so einen harten Job machen müssen? Ich denke, niemals. Heute bin ich einfach dankbar dafür, dass ich es machen darf. Es wird mit Sicherheit den einen oder anderen geben, der damit nicht einverstanden ist, mich einzusetzen, aufgrund meiner Vergangenheit. Ich mache mir da nicht so viele Sorgen. Ich denke, das kriege ich schon hin. Ja, ich bin der Udo, der Kölsche Junge durch und durch. Ich bin hier geboren, vor 55 Jahren. Ich bin heute hier ganz offiziell der Hausmeister. In Köln ist eben auch Kaczmarek dazu. Ich kann das immer noch gar nicht so richtig realisieren, auch wenn ich schon ein paar Wochen den Schlüssel habe und diverse Sachen mache, annehme und etc. Da habe ich halt zum Gefallen getan, weil man mir halt auch sehr entgegengekommen ist in so vielen Sachen. Und ja, so richtig realisieren kann ich halt noch gar nicht. Ich glaube, wenn nächsten Monat erst mal Geld gibt, dann weiß ich, du hast jetzt hier einen ganz normalen, festen Job. Hi, grüß dich, Sohnemann. Für dich und auch für Mama und Papa, ich bin der zukünftige Hausmeister, hast du ja bestimmt schon mitgekriegt. Ich wollte mich einfach noch mal persönlich vorstellen. Wenn ihr in Zukunft irgendwelche Anliegen habt oder so, es gibt ja unten den Schaukasten im Erdgeschoss. Und dort steht halt die Rufnummer und wenn irgendwas ist, einfach anrufen. Das, was ich dann direkt tun kann, mache ich und alles andere haben wir ja dann Firmen für. Alles klar, super. Ja, super. Dann danke schön, grüß Mama und Papa. Ja? Mach ich. Schönen Tag dir. Ebenso. Ciao. Ciao. Ich wollte mich vorstellen, ich bin der neue Hausmeister, ich bin der Udo Blume. Wenn in Zukunft irgendetwas ansteht, wenn du Hilfe brauchst bei irgendwas oder du hast Schäden, unten im Schaukasten ist die Nummer von dem Hausmeister. Okay. Kannst du gerne anrufen und dann komme ich vorbei und versuche dir zu helfen. Okay. Und ich wollte mich einfach nur vorstellen. Freut mich. Ja, da ist schon mal direkt ein Anliegen. Ja, super. Hau raus. Oben. Ich mache dir den ganzen Tag Terror. Okay. Fängt morgens um 4, 5 Uhr an und hört abends irgendwann mal so um 1, 2 Uhr auf, wenn es so lustig ist. Okay. Ja, ich werd mich da mal drum kümmern. Hast du dich persönlich schon angeschrieben? Oder? Ja, angeschrieben nicht. Ich hatte mit meinem Vermieter drum gesprochen und er sagte, ich sollte ein Lernprotokoll mal schreiben. Und das hat sich jetzt aber ein bisschen dahin gezogen. Und ich fange jetzt damit mehr oder weniger an. Okay. Ich werde da mal klingeln und mal freundlich fragen, ob die Lautstärke etwas gedämpft. Okay? 1, 2. Mist, jetzt habe ich einen kleinen. 3. So. Ich bin der Igor. Ich bin selbstständiger Architekt und wohne hier in dem Gebäude im 11. Stock zusammen mit meiner Frau und meinen 3 Söhnen. Ich wollte gerade die 2 legen. Hätte ich die und die, dann wäre dann so ein Resultat.
hatten ja eigentlich auch erstmal gedacht, als wir das Gebäude von außen gesehen haben, nee, möchten wir nicht. Als wir dann in die Wohnung gekommen sind und es gibt halt die großen Glasflächen und auch die Aussicht, das ist natürlich das, wo man auch sieht, okay, das kriege ich woanders nicht. Und das sind ja auch Qualitäten, die schon was Besonderes haben. Meistens geht es ja immer nur darum, ob es Leute gibt, die sich dafür einsetzen und die vielleicht auch die entsprechenden Möglichkeiten oder das Know-how auch haben, was könnte man verbessern. Und da ich ja selbst im Verwaltungsbeirat mit drin bin, versuche ich da natürlich an der einen oder anderen Stelle mal Impulse zu geben, wie man da noch Dinge optimieren kann an dem Gebäude oder auch an dem Umfeld von dem Gebäude. Na, Sie. Hallo. Sieh schon aus, sonst krieg ich sie. Yes, das kennst du schon. So, sehr schön. Also Folgendes, ich weiß, du bist nicht die Einzigste. Folgendes, am Dienstag wird die letzte Wohnung an diesem Strang geöffnet. Mhm. Die Jungs gehen ganz schwer davon aus, dass sich dort hinter der Schaden befindet. Wird der lokalisiert, wird der Schaden behoben. Mhm. Dann kann ich erst damit beginnen, euch nach und nach das wieder zuzumachen. Ja, bei mir, da waren ja auch ein paar Tropfen so. Was war da? Ein paar Tropfen hatte ich auch gehabt. Ja, ja, gehabt, klar. Da, das was, wo die Wasser das abgemacht haben, da hat man ja das genau, Wasser gesehen. Genau, ganz genau. Ja. Wasser sucht sich seinen Weg. Stück für Stück. Kommt er zu mir. Geht von einer Etage, ganz genau. Von oben runter sucht er sich den Weg bis unten in den Keller. Guck mal, von 9 bis in den Keller. Aus dem Fahrradkeller raus bis in den Flur rein. Ich werde dich so schnell wie möglich, wenn der heißt Go, wir können zumachen lassen. Bist du mit einer der Ersten. Das kann ich dir versprechen. Ich weil du bist auch dran tatsächlich. Schon lange versuch da, ja, ja, ich weiß, aber ich versuche da halt eine... Dass jeder, die am längsten warten, auch dann als Erstes gepflegt werden und nicht die am meisten rumschreien. Naja, alles gut. Dann nächste Woche Dienstag. Dann nächste Woche Dienstag hoffen und dann sage ich dir Bescheid, okay? Alles gut. Ciao. Ciao, ciao. Ja, das Schöne an dem Job ist einfach auch, dass ich heute Werkzeuge produktiv einsetze, ne, weil ich sie halt brauche. Die ich halt früher dafür benutzt habe, um irgendetwas zu knacken oder aufzubrechen. Ich kann mal zeigen, ich habe jetzt hier noch, das ist aber ein neues, ne? Ich habe keine alten Sachen mehr von damals. Das ist halt ein guter Pitcher. Ne? Guck mal, der hat hier oben einen großen Schneidemöglichkeit. Damit kannst du zum Beispiel solche Ketten, kann man damit durchpitchen, wenn man jetzt irgendwo rein möchte. Und dann kann man das damit nutzen. Das ist auch sehr klein, kann man schön in den Rucksack packen. Dann habe ich natürlich noch in meiner Werkzeugkiste. Das ist das, was ein Einbrecher eigentlich immer hat. Das sind große Schraubenzieher. Ne? Und heute wird er tatsächlich nur dafür genutzt, Schrauben aufzumachen oder zuzudrehen. Ne? Und damals war er halt dafür gedacht, Fenster oder Türen zu öffnen. Ja, das läuft in der Regel so ab, dass wenn du zu zweit gehst, einer halt agiert und der andere halt aufpasst. Ja, da muss man sich schon sehr aufeinander verlassen können. Ne? Ja, später geht man halt zusammen rein und dann einer läuft und wühlt und der andere sichert. Der sichert den Spion zum Beispiel, ne? Guckt raus, ob jemand durch den Flur kommt, guckt auch wieder raus durch die Türe, wo man rausgekommen ist. Ich gehe immerhin, öffne alle Fenster. Damit Fluchtwege gegeben sind, das habe ich halt immer gemacht. Ja, unabhängig von den materiellen Sachen ist das ja auch für die Bewohner halt, das ist ja ein Schock. Ja, das war mir früher nie bewusst. Ich war im Hause, lieber Einbrecher, ich tue doch keinem was. Ich berühre doch keinen, hau doch keinen.
Aber das Seelische, was er denen hinterlässt, ne, dass die da nicht mehr drin pennen können oder was weiß ich was, das ist mir gar nicht bewusst gewesen früher. Wir brauchten einen neuen Hausmeister. Und dann war die Frage, wer könnte das machen? Und ich glaube, da muss man auch so vom Charakter irgendwie so ein bisschen so einen Zugang zu Leuten haben oder ganz gut wissen, wie kann ich ihn mal ansprechen oder vielleicht mir darauf hinweisen oder damit helfen. Das sind ja so viele Komponenten, die da zusammenkommen. Und so der Odo Blumer war so vom Typ her, fand ich so einer, der da ganz gut reinpasste und ja, der auch so ein kommunikativer Typ ist. Ja. Genau, hoch. Ah. Hey, die Sonne, du. Oh, die knallt ganz gut. Oh, liegt da eine Glasflasche? Nein! Böse, oder? Ist wahrscheinlich noch irgendwo da. Hier ist Mülleimer. Aus dem Fenster geflogen. Dadurch, dass er im Beirat sitzt, den Job hat er natürlich dann auch seine Zweifel, ist ja ganz klar. Ich bringe ja nicht gerade einen Background mit, der Fahrer war oder so. Und von daher fand ich das halt auch sehr ehrlich von ihm, weil er hat es für mich gerade gemacht bei der Immobiliengesellschaft. Und das schätze ich halt. Ne? Sieht sehr trist aus. Das sieht ja, halt ach, da könnte man so einiges machen, ne? Aber das braucht auch alles ein bisschen Zeit. Aber wenn du ein paar gute Ideen hast, kannst du mir auch mal Bescheid sagen. Gerne, gerne, gerne. Werde ich mit Sicherheit noch einiges sehen, wenn ich hier unterwegs bin. Aber man sieht es ja auch so, ne? Wenn man nicht blind ist, sieht man ja vieles einfach. Man muss so eigentlich nur hingucken, ne? Ja, würde natürlich. Ich auch denken. Ja, das ist eigentlich auch nicht schwer, wie das Haus aussieht, ne? Und willkommen in meiner Raubhöhle. Ja, ich war erstmal jahrelang hier in Hotels am Wohnen. Innerhalb von Köln. Und dann hat meine Betreuerin vom Wohnungsamt halt jemand irgendwann mal ein Wohnungsangebot gemacht. Und bin dann direkt zu ihr hingefahren und meinte, ja, das geht in Ordnung. Weil eine Wohnung ist immer besser, als wie sich mit 4, 5 Mann ein Hotelzimmer teilen und immer alles weg ist. Und ja, seitdem bin ich halt dann hier jetzt. Seit dem 2008. Ich bin eher behütet aufgewachsen, bis zu meinem 12. Lebensjahr, mehr oder weniger. Dann ist meine Mutter gestorben, ja, ich war in einem Mehrfamilienhaus. Ja, und dann halt, wie das eine zum anderen kommt, so Vater rutscht ab, ja, Alkoholiker, keine Ahnung, ja. Ja, bis ich halt gemerkt habe, das geht nicht mehr, ne, wenn du schwarz und blau zur Schule fährst und dein Vater dich schwarz und blau schlägt. Das hängt immer noch nach. Wir waren ja mal ein Kegelverein und eine, die hatte ihren Neffen hier wohnen und die hatte dann gesagt, wie kannst du dir da eine Wohnung kaufen? Ich sag, was habe ich denn mit den Leuten am Hut? Ich sag, die Wohnung sagt uns zu, ist groß genug. Ich sage, wir haben keine kleinen Kinder, also wo ist das Problem? Und ich muss sagen, ja, es war mal ein bisschen, ne? Und dann ist ja nachher alles neu gemacht worden. Genau wie mit den Sicherheitstüren. Früher waren ja Türen einmal gegentreten, waren sie auf.
Das Erste, was wir gemacht haben, uns so einen riesen Riegel von innen drauf. Den Udo habe ich durch meinen Sohn kennengelernt und er suchte eine Wohnung. Und dann habe ich ihn nach unserer Verwaltung hingeschickt. Und da ist er dann sehr gut angekommen. So ist er an die Wohnung gekommen. Oh, na? Der sieht gut aus. Der sieht gut aus, der schmeckt auch gut. Der ist aber nicht so süß. Na komm, geh durch. Ja. So. Guck mal, der Schnuss Schwade. Gut. Mm, lecker. Mhm. Oh ja, der kann was. Super. Oh, da drüben ist von der Stadt Köln aber reichlich Wohnungen frei. Guck mal, wie leer das aussieht da hinten, ne? Oder den, komm her. Du machst den hier bitte. Mach mal diese Seite. Hey, das sieht ja schön fett aus. Hallo, Bruno. Hallo, Bursche. Alles gut? Ja, danke. Ja, der Kollege am Arbeiten? Ja, ja, klar. Wir sind gerade am Verlegen hier. Ich sehe, super sieht das aus. Und, hat es Probleme gegeben irgendwie? Nö, gar nicht. Eigentlich ganz, läuft alles ganz gut. War ein Zufall, dass man sich hier nach 40 Jahren oder knapp 40 Jahren wieder trifft. Ja, klar. Ne? Ist ungefähr, ne? Ja, ich steige hier aus dem Wagen aus. Ach, wer ist denn da? Du hast mich zuerst erkannt. Genau. Ich gucke, ich denke, ist er das oder ist er nicht? Ja, ja. Ist er. Ja, leider. Ist er doch. Ist er man doch. Erkennt mich immer wieder irgendwie. Man ist immer noch derselbe, ne? Irgendwo, ne? Ja, halt ist derselbe. Älter ist man schon geworden, ja, genau. Hat strenger Gesicht. Ja, ne? Ja, ja, das ist, ja. Ja. Aber ansonsten sind wir noch die von früher. Die vieles. Goldenen Jungs. Ja, absolut. Ja, schön. Ja. Hat auf jeden Fall gut getan. Ja. Weil viele gibt's auch nicht mehr, ne? Nee, die sind schon die besten von uns, die wir alle kennen, die sind ja schon alle beim lieben Jott, ne? Ja. Die 90er waren schrecklich hier. Gab sehr viele Tote hier, die viel mit Drogen rumgemacht haben und so. Die meisten sind auf der Strecke geblieben. Viele sind ins Gefängnis eingefahren. Der Tauscher stand schon immer hier. Hat er den Spitznamen Pulverton gehabt hier? Pulverton? Ja, ja. Pulverton. Ja, ich verstehe das schon, ich verstehe schon. Ja, ich sag ja früher. Kannst auf jeder Etage irgendwo gab es, da gab es dieses, da gab es jenes, ja, da genau. Gab es solches. Genau, so kenne ich das vom Hören. Ich denke mal, man sollte einfach solche Sachen auch in der Vergangenheit ruhen lassen. Dann ist das okay. Na? Na, ich bin da teilweise anders. Also ich gehe hin und hole viele Sachen noch mal aus meiner Vergangenheit hoch. Mhm. Wenn ich merke, es geht in die falsche Richtung. Ja, okay. Um mir einfach deutlich zu machen, in die Richtung will ich nicht mehr. Alles klar, ja, ich verstehe. Ne? Also ich muss nicht alles, ne? Mhm. Aber für mich ist das wichtig, oft Sachen wieder hochzuholen oder darüber nachzudenken oder manchmal auch zu reden drüber. Mhm. Das aufpassen, ne? Das war die Richtung, wo es auf keinen Fall mehr hin soll. Ich bin hier hingefahren, um Kokain zu kaufen. Und auch zu konsumieren. Ja, und dann bin ich halt rein, hab mir das geholt, was ich wollte in der Wohnung. Oder hab auch da noch gesessen und hab das da dann zu mir genommen. Ja, und später dann gefahren. Ne? Ja, und das kam am Tag dann schon mal mindestens einmal vor, dass ich hier hin bin. Gab auch Tage, wo ich öfters hier war. Mhm. In den 70er Jahren gab es ja so verschiedene Utopien davon, wie sich so das Wohnen in der Zukunft entwickeln könnte. Und dann war der Hochhaustyp ja so ein spezieller, wo man dann auch davon ausging, dass das so ja, vielleicht auch eher so Intellektuelle oder Akademiker oder verschiedene Bevölkerungsstrukturen anziehen würde. Was sich aber im Nachhinein dann doch anders rausgestellt hat. Diese Gebäude, die sind dann oft schon, sag ich mal, als so soziale Brennpunkte ein Stück weit gebrandmarkt. Aber die Frage ist ja immer, möchte man daran was ändern oder lässt man es einfach laufen?
Da ich nur ein kleines Apartment habe, ist das schwierig, da oben noch eine Waschmaschine unterzubringen. So habe ich die Möglichkeit, oder halt viele hier im Haus, ihre Sachen hier im Keller zu waschen. Für mich ist das absolut okay. Ich kenne nichts anderes von Anfang an. Ne? Ich habe die Freiheit, meine Wäsche selber zu waschen, alles. Ne? Also im Gefängnis gab es keine Waschmaschinen. Mit 17 Jahren sehr jung ins Gefängnis, habe dann auch eine relativ hohe Strafe bekommen. Es waren 4 Jahre, 2 Monate für Einbruchsdiebstahl in Bande, trotzdem Jugendstrafe halt. Erzieherische Maßnahmen gab es halt im Gefängnis. Ja, wenn du dieses und jenes tust, dann hast du die Möglichkeit, früher zu gehen. Hab gedacht, okay, orientierst du dich um, lernst du. Hab dann Bauschlosserlehrgang gemacht, da drin Schweißerlehrgang gemacht. Ja, bis dann der Tag X kam, wo dann hieß, ich soll entlassen werden. Ich hatte vom Psychologen, vom Betreuer, von der Anstaltsleitung, von allen, ja, also befürwortet. Und dieser Richter meinte dann, nee, das ist mir noch zu früh bei dem, was der gemacht hat. Kommen Sie in einem halben Jahr noch mal wieder. Also hat ihn gar nicht interessiert. Ja, dann bin ich halt zurück und dann habe ich mir gedacht, so, jetzt hast du hier 2,5 Jahre die Füße stillgehalten, hast hier den Bückling gemacht, jetzt reicht's. Ja, und dann habe ich so gelebt, wie ich das wollte. Ich habe erstmal meinen Vogel, ich hatte einen Nymphensitz in der JVA, den habe ich nach nebenan zu einem Kollegen gegeben. Dann habe ich erstmal meine Zelle kaputt geschlagen. Ich war natürlich richtig sauer, ne? Ist ja klar. Ja, und dann habe ich einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Ja, und das war das Ende vom Lied. Dann wurde ich noch als ganz junger Mensch, weil ich nachher so war, aus dem Jugendvollzug rausgenommen mit 20 und wurde in den Erwachsenenvollzug überstellt und musste da noch 2 Jahre absitzen. Und da habe ich meinen letzten Schliff gekriegt. Da war ich mit den Schlimmsten der schlimmsten Banditen überhaupt zusammen. Räuber, Verbrecher, Zuhälter, Einbrecher, alles. Mörder, alles. Ja, nachher war ich ja in dem Modus, dass mir, dass ich das jetzt, die wollen das nicht, dass ich hier solide werde, ne, resozialisiert werde. Okay, dann gehst du jetzt den Weg. Ja, klar, fand ich das schön. Ich hab mir alles aufgeschnappt, was nur ging. Alter Mann hier. Hey, morgen, Großer. Hey. 3 Stück brauchst du? Ganz genau. Super Sonderbehandlung heute. Was ist mit dem Fenster, mein Lieber? Es klappt immer noch nicht wegen der Dichtung. Es zieht wirklich kalte Luft rein. Bei mir ist das eine Stelle, die ist hier unten was. Also man sieht das hier noch vorne an der Seite. Jetzt fordere ich dich auch ein bisschen. Siehst du das? Man sieht ja auch, dass das Dichtungsgummi fehlt. Ich würde dich tatsächlich bitten, an die Verwaltung eine Mail aufzusetzen, indem du denen das halt richtig erklärst, auch das Gespräch zwischen uns, dass wir das schon mal hatten. Mhm. Ich aber leider auch verloren im Posten stehe, weil ich die Techniker nicht ins Haus kriege. Jawohl, okay, wird gemacht. Ja. Und unabhängig davon, wie fällt's dir hier? Fühlst du dich wohl? Doch, schon. Ich bin ja vorher aus Freschen Königsdorf hier hingezogen. Ja. Und man spürt auf jeden Fall deutlich einen Unterschied. Hier ist es offener, multikultureller in Freschen Königsdorf, was irgendwie... Wie soll ich das sagen? Klein und sehr, sehr, sehr eigen, sehr deutsch war es da. Ich kenne das. Weißt du warum? Weil mein Elternhaus steht in Erfstadt. Okay. Das ist ja auch Kreis Bergheim, Freschen ist von Erfstadt weg. Ich glaube 10 Kilometer oder so. Okay, okay. Das kenne ich. Und dann auch aufgrund, weil du so schön schwarz bist, ne? Ja, ja, ja. Das habe ich alles hinter mir. Okay. Aber dass das immer noch so ist, ey, heftig.
die Leute haben halt immer irgendwie geguckt. Und zum Beispiel Mütter mit Kinderwagen haben irgendwie die Straßenseite gewechselt. Das hat man halt schon gespürt, dass man irgendwie fremd da ist, dass man irgendwie nicht dazugehört. Also Extremsituationen hat ich natürlich in der Schule einige. Ne? Du musst halt, wenn du als Einzelner da bist und du hast dann, weiß ich, so 5, 6 um dir rumstehen, die dich dann von einer Ecke in die andere schubsen, dann später halt natürlich auch richtig mit Gewalt, wo es dann richtig auf Köpfchen gab und ja, dass sie dir dein Geld abgenommen haben, was du von zu Hause mitbekommen hast, ne? Für Schulbrot, also konntest du beim Hausmeister immer irgendwelche Sachen holen in der Schule. Also das waren schon extreme Dinge, die mich dann auch geprägt haben. Und genau das habe ich später ja auch wiedergegeben. Ich habe tatsächlich die Erfahrung auch schon in jungen Jahren gemacht, wo ich auf der Grundschule war. Mhm. Also bei mir war es halt nicht scheiß Kanacke, sondern Neger, Neger, Schornsteinfeger, Brikett, Bananenfresser, Affe. Und es ist komisch, wenn ich jetzt darüber nachdenke, weil das halt alles irgendwie Kinder waren. Mhm. Und auch wo du gesagt hast, wo man dieses Zugehörigkeitsgefühl hatte, wo man dann halt mit Leuten, die auch anders aussahen, sich verknüpft hat oder sich dann zusammengetan hat, es ist bei mir auch schnell auch irgendwie in die Gewalt dann auch irgendwie mit reingegangen. Mhm. Man hat sich dann irgendwie nicht mit Worten gewehrt, sondern irgendwie mit seinem Körper. Irgendjemand hat eine Beleidigung gegeben und dann hat man irgendwie direkt zugeschlagen. Aber man war diesmal irgendwie nicht alleine. So sieht's aus. Ja. Ja, vor allen Dingen, du bist ja auch über die Jahre hin, bist du, also mein Ding war, ich war voller Wut und ne, klar, weil ich das ertragen musste. So, und dann war ich endlich mal in der Position auszuteilen, weil ich halt ein paar um mich rum hatte, die genauso aussahen wie ich. Und dann haben wir das rumgedreht, dann haben wir die Deutschen drangsaliert und dann haben die es aufs Köpfchen gekriegt. Ne? Bei mir die Straße hoch war, wir nannten das Tennehimmelchen. Das war ein großes grünes, ein großer grüner Platz mit mittendrin einer guten kleinen Waldlandschaft. Und dort haben wir dann unsere Tage verbracht, die Jungs und Mädchen vom Buchenweg. Wir haben dann da Buden gebaut, Baumhäuser gebaut. Alles total unbeschwert, jeder kannte jeden, jeder konnte zu jedem gehen. Man brauchte sich nicht anmelden oder da dies. Die Türen waren auf, du bist reingegangen. Ja, Arbeit, Mittelschicht, keine Ahnung. Ja, die hatten alle Hauseigentum, ne? Hatten alle Arbeit, klar. Ja, hier haben wir ein schönes Bild mit meiner Mama, meiner Patentante, meine Schwester und ich seh die Gag. Meine Mutter hat meine Schwester umarmt. Ich stehe bei meiner Patentante. Das ist Tante Annelie war das. Alles Deutsch. Da war kein Ausländer. Der Einzige, der da aussah wie ein Ausländer, war ich. Ja, mit 12, 13 war das halt gewesen. Ich hab gemerkt, dass diese Anfeindungen da waren. Und ja, irgendwann ich meinem Vater, ich sag uns, wie kann das sein? Ihr seht blau am Kopf, ich bin schwarz. Ich muss so überall anhören, scheiß Kanacke, tralala hin und her. Ja, dann hat der Papa mir das erzählt. Das war so der I-Punkt, ne? So, dass du adoptiert bist. Du bist nicht von uns. Ich sehe da schon noch einiges an Potenzial, was man mit einer besseren Pflege oder damit, dass man sich mehr um das Gebäude kümmert, halt dann noch durchaus hier entwickeln könnte. Und
da gab es dann, wie gesagt, jetzt die Pläne dazu, wie man mit den Außenanlagen umgehen kann. Es waren halt so zwei Varianten. Das ist leider von der Eigentümergemeinschaft nicht beschlossen worden, wo es dann vielleicht auch noch so einen kleinen, ja, Gemeinschaftsraum mal gibt, weil das fehlt halt in dem Gebäude auch. Es gibt halt vier Flure, viel Erschließung, aber wenig, wo man sich halt so begegnen kann. Und das ist ja auch immer so eine Frage, wie kann so eine Hausgemeinschaft funktionieren, wenn jeder eigentlich nur durch seinen Flur und dann die Wohnung gibt? Oder gibt es irgendwo Bereiche, wo man auch mal kurz verweilt und auch miteinander spricht, um auch so diese Anonymität, die natürlich bei so vielen Leuten auf engem Raum entsteht, etwas aufzubrechen? Du kannst, ich habe dir aber auch schon mal gesagt, du kannst anrufen, wenn du schwere Sachen hast. Ja, ja, nee, und du willst einen großen Einkauf machen. Sag Bescheid. Eine Viertelstunde, was das ist. Ich weiß, wie ich da ein Mensch bin. Ich weiß nicht. Gut. Hi. Ja, grüß dich. Waschmünzen? 10. 10 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Guck mal hier, 10 Stück, du Wahnsinn. Okay, danke dir. Ich kann nicht helfen. Ja, das vielleicht kannst du ihn anschreiben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja. Danke dir. Da ist er. Herr Newton. Morgen, Meister. Wolltest du reinkommen? Ja, das wäre nett. Was hat hier denn gegeben, Neues? Gar nichts. Das letzte war ja das Gespräch mit dir und dem Betreuer, ne? Ja, wir, und dem Jungen. Ja. Dass wir den Eindruck hatten, dass er das eigentlich nicht sein kann. Jetzt hast du neue Erkenntnisse, oder? Ja, jetzt wenn er noch bohrt und Möbel rückt am frühen Morgen und am späten Abend. Okay. Ja, und das. Was ist früher Morgen? Früher Morgen ist so 6, 7 Uhr. Okay. Das ist kein Gekrickel oder so? Oder? Nein, nein, da nehme ich dich absolut für ernst. Mach dir mal keinen Kopf. Das ist dein Lärmprotokoll. Ich habe ein bisschen Schwierigkeiten mit Achim, weil er tatsächlich den ganzen Tag nicht da ist. Der verlässt sehr früh die Wohnung. Dann geht er in seine Schule. Die Wohnung ist definitiv leer. Ich war da mehrfach gewesen. Wo ich noch ein Problem mit habe, ist, dass sich sonst keiner beschwert in deinem Umfeld. Der Nachbar nicht da, der Nachbar nicht oben. Das ist auch noch so ein Ding, wo ich mir denke, entweder sind die alle taub oder die sind nicht da oder ja, macht einer extra. Ja, alle auf den scheiß Deutschen, so denke ich mir momentan. Was? Alle auf den scheiß Deutschen, so denke ich mir. Nein. So was machen wir nicht. Nee. Also, das ist vielleicht deine Ansicht, da bin ich dann raus bei sowas. Also, das bezweifle ich. Trotzdem weiterhin Auge aufhören. Vielleicht tatsächlich mal rausgehen, wenn das ist, und mal orten. Nicht hier warten, na, das muss der sein, das muss der. Geh mal raus und versuch halt mal. Okay, ich wünsche dir was, bleib stabil und Geduld. Ich muss noch ein bisschen was tun, ja? Geduld ist gut, Ich weiß. Geduld ist eine Tugend, hat mein Papa immer gesagt. Das ist mein War Room da unten, diese Werkstatt. Ist nicht nur meine Werkstatt und Büro, das ist auch mein War Room. Und diese einzelnen Sachen stehen halt da drauf, damit ich die immer wieder mit ins Gebet nehme. Befreiung von Fesseln und Ketten. Erfahren der Adoption damit verbundene Enttäuschung, die ich durch Lügen, Gewalt und Manipulation zum Ausdruck brachte. Eigentumsdelikte, um sich ein tolles weltliches Leben zu ermöglichen. Keine Grenzen sehen. Alle anderen nur als Mittel zum Zweck zu sehen. Ich habe noch Schwierigkeiten, mir selber zu vergeben mit dem, was ich gemacht habe. Wenn ich könnte, würde ich jedem Einzelnen sagen, dass mir leid tut, was ich ihm da angetan habe. Aber kann ich leider nicht. Und das sind so Punkte, wo ich jetzt noch dran bin mit ihm. Ja, hier ist es. Also, so ermahne ich euch nun, ich, der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid. Heißt, wenn du dich dafür entschlossen hast,
für Jesus Christus zu leben, mit ihm zu leben, in seinem Geist, ne, in dem, was er uns vorgibt, ermahnte er uns, auch dem würdig zu sein, sich auch daran zu halten, ne, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt. Also, ne, das heißt, es gibt keine Feinde, im Gegenteil, liebe deine Feinde, bete für deine Feinde, ne. Ich meine, die Worte sagen das ja hier alles. Demut, Sanftmut und Langmut. Ne, sowas sind natürlich, das, also mich berührt das. Das ist mein letzter Tag, habe ich alles fertig gemacht, mache ich diese Sache weg. Ich hoffe, hilfst du mir ein bisschen, ne? Gerne. Gleich. Ja, auf geht's, die gute Matratze. Die Wände. Jo. Vorsicht, hier kommt gleich die kleine Anhöhe. Super. Und wie hast du die Zeit empfunden hier im Haus? Wie einer im Knast. Wie was? Wie eben einer im Knast. Oh. Also wieso? Du hast das Gefühl, wenn du auf dem Flur bist, ne? Diese Türe. Ja, als Gefängnis, weiß ich. Ich find's sicher, ich find's klasse, dass wir die Möglichkeit haben, dass nicht jeder einfach hier rein und rauslaufen kann durch die Türen, dass wir unseren Besuch holen müssen. Ja. Leider kann ich dir sagen, ich habe in der Vergangenheit Erfahrung gemacht mit Gefängnis, aber Gefängnis hat das. Aber da gibt's, naja, gibt's noch schönere Sachen. Das gibt es mit Sicherheit, gibt's immer schönere. Und wie hast du das geschafft, diesen Umsprung in deinem Leben zu machen? Weil das ist für mich wichtig, weil ich bin auch trockener Alki. Und das ist schön, jemanden zu treffen, der ist genau wie ich. Das bedeutet, ich habe das umgesetzt auf meine Hobby. Ne? Meine Adrenalin, die ich brauche und nonstop damit beschäftigt bin. Und was machst du? Ich glaube an Gott. Okay. Mir hat der Glaube geholfen. Dann, ich habe auch Therapien gemacht, ne? Das kommt auch dazu, ich habe eine Menge gelernt da. Also wenn bei mir der Baum brennt und ich sage, oh, ich möchte jetzt oder so, habe ich jetzt für mich, gehe ich ins Gebet. Und das holt mich super runter und hält mich davon ab, wieder Mist zu bauen. Ich wollte weg von meinem, ja, diese Suchtprobleme irgendwie. Und ich habe gefunden, das Weg war weg von hier. Für dich ist... irgendwie in Ordnung alles zu kriegen und alles ist mit dem Haus verbunden. Das, okay, hier ist diese für dich. Ja, ich weiß nicht, Glaube, ne? Ich sage immer, ein Suchtkranker. Ja, ich will dir kurz was erklären. Ein Suchtkranker kann leben, wo er will. Wenn er für sich im Kopf nicht klar hat, dass ich das nicht mehr möchte, egal mit welchen Wegen und Möglichkeiten, ist das egal, wo du hingehst. Ich sage immer, unser Eins kann in die Wüste gehen. Wir finden die einzige Oase. Verstehst du, was ich dir damit sagen will? Darum macht es für mich keinen Sinn, egal ob ich dahin ziehe oder dahin ziehe. Wenn mein Problem nicht geklärt ist in meinem Kopf, das stimmt. Dann ist egal, wo ich bin, hole ich das. Das hat mit dem Haus nichts zu tun. Für mich diese äußeren Sachen sind wichtig. Ich weiß, klar, was ich wichtig. Habe diese Depressionzustände hier gehabt. Wenn ich zum Beispiel Feierabend habe, um 17 Uhr gehe ich hier nach Hause, um 18 Uhr ist Stau, natürlich komme ich hier. Einzige, was ich kann machen, Lidl gehen, Eis kaufen und gucken im Fernsehen. Leute, die zum Beispiel ich kenne, die in Holland wohnen, die einfach machen sehr gerne Sport. Das ist doch super. Feierabend gehen, am Meer, zack, schlafen. Wow, das ist das und das ist mein Leben. Das bedeutet, für mich diese äußere Sache sind wichtig. Guck, das sind ein paar schöne Bilder, die wir haben letztes Jahr gemacht. Mhm.
Und das, mein ist der Rote. Du fliegst ohne Schuhe, ohne Handschuhe, ohne Helm, nichts. Mhm. Also keine Sicherheit. Das ja, ist gut, aber. Ja, und du fühlst dich wie Möwe. Wir fliegen zusammen. Ja, frei einfach. So wie jetzt für dich ein neuer Lebensabschnitt geht, ist für mich gerade, ja, das ist ein Traum. Was gerade passiert, ist für mich ein Segen. Ich fühle mich ein Stück weit wie neu geboren. Meine Bewährung, ich habe eine sehr bewegte Vergangenheit hinter mir, ist abgelaufen seit Juni. Ich hatte eine Krankheit, die weg ist. Mhm. Ich bin gesund. Meine Schulden sind weg. Mhm. Also mit 56 Jahren bin ich eigentlich noch mal neu geboren. Dadurch, dass sich im Moment dieser Wohnungsdruck in der Stadt oder in Köln halt so erhöht, werden natürlich auch so Wohnobjekte, die vielleicht vorher verschmäht worden sind, dann wieder interessanter. Das ganze Gebäude jetzt abzureißen, kann einem natürlich in den Kopf kommen. Der ein oder andere Projektentwickler fände das vielleicht auch charmant. Die Frage ist nur, wenn das hier einmal abgebrochen werden würde und man neu bauen würde, dürfte man wieder so viel Wohnfläche auf so kleinem Raum schaffen. Ich glaube jetzt nicht, dass das die beste Lösung ist, auch nicht die nachhaltigste. Ich glaube, das Gebäude hier kann man noch lange nutzen. Ich denke schon durch meine Präsenz, die ich hier im Haus habe, dass es hier sicherer geworden ist. Ne? Man weiß, hier ist jetzt ein Hausmeister, der weiß Bescheid, der kann sich durchsetzen. Ich laufe halt meine Patrouillen und ich denke schon, dass dadurch hier mehr Sicherheit ist. Ist ja jemand hier auf den Parkplatz geknallt mit einem Auto und die Polizei war hinter dem her. Der hat dann hier vorne gebremst am Kinderspielplatz der ehemaligen. Mit einem Satz über den Zaun rüber, da hinten rüber, weg war der. Und kurz danach bogen die dann hier ein. Zivilfahrzeug. Ja, haben sie gesehen, bla bla blub. Und da war ich zuerst am Überlegen, soll ich denen sagen, 1,95 Meter schwarz? Nee, sagst du nicht. Und dann habe ich halt die Wahrheit gesagt. Ne? Ein kurzer Bursche, 1,70 Meter, Mitte 20. Ach, kein Problem mit. Jetzt letztens muss ich ihnen ja auch die Tür aufmachen, weil die zu jemand hier ins Haus sind. Die kommen ja nicht auf die Flure und die wollen ja den Überraschungsmoment haben. Tja, gehört zu meinen Aufgaben jetzt. Ja, als treuer Bürger muss er da einen Teil dazu tun. Und hier in dem Job als Hausmeister sowieso. Ich kann Ihnen ja nicht sagen, hey, mache ich nicht. Ja, das ist schon komisch. Das Gefühl hast du auch ein Stück weit am Anfang so das Gefühl, du verrätst sie jetzt, aber tue ich nicht. Die haben sich entschieden, ich habe mich entschieden. Punkt.